Brusthaare und zu trainieren. Okay, ich mach mich Jetzt stumm. 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 Wenn ich dich was frage, darfst du dich wieder entstummen. Braucht man Brusthaare, damit sich das mehr lohnt im Hinternein, ja? Nach dem Training für die Muskulatur. Und ich sage euch eine Sache. Ja. Ein richtiger Mann. Ja. Ein richtiger Mann. Erkennt man an seinen Brusthaaren. Und was meine ich mit richtiger Mann? Ein richtiger Mann hat überall Haare. Ein richtiger Mann, ein Löwe muss nach Duschen zwei Handtücher benutzen. Zwei Handtücher. Ich zeige euch eine Sache. Ihr seht, das ist keine Kleber. Stumm, du bleibst auf stumm. Ich zeige euch eine Sache. Ihr denkt, Coach Frankie, ja, ist ein Coach. Nein. Ich bin ein Coach. Ich bin ein Mann. Und es kann nur ein Mann ein Coach sein. Ich zeige euch jetzt eine Sache. Ja? Ihr seht meine Brusthaare. Die sind so hart wie Drahtspann. Ich beweise es euch jetzt. Pflege. Und das, Elias, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Darf ich mich wieder entstummen oder immer noch nicht? Sturm. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn du das alles hier hast, ja, dann gehst du ins Fitnessstudio und du wirst sehen, jeder wird Respekt vor dir bekommen. Sieht mich an. Sieht mich an. Okay, sieht mich an. Es gibt keinen Tag, wo ich einmal sage, nein. Nein zu Fitnessstudio. Seit 23 Jahren bin ich täglich im Studio. Seit 23 Jahren trinke ich hier mal wunderschönen Grüntee. Seit 23 Jahren stehe ich da mit meinem Namen. Diese 23 Jahre, ja, habe ich so viele Informationen gesammelt, Erfahrungen gesammelt, die ich euch weitergeben möchte. Ich möchte euch helfen. Ich bin da. Ich habe auch wichtigere Sachen zu tun. Aber ich nehme mir die Zeit, dass ich euch zu Kampfmaschine mache. An alle meine Krieger und Kriegerinnen, wenn ihr der Meinung seid, dass ich recht habe, alle ein rotes Herz hier in den Chat oder alle ein Universum. Alle ein Universum oder rotes Herz in den Chat. Du hast geredet wie ein Löwe, wollte ich nur kurz sagen. Habe ich gesagt, entstumm dich. Mach dich entstumm. Mach wirklich stumm. Okay, So. jetzt. Jetzt stelle ich dir mal eine Fitnessfrage. Und ich Okay. bin gespannt, ob du die richtig beantworten kannst. Du bist hier 30 Jahre. Hast du gesagt? Richtig. Okay. Du hast gesagt, seitdem du denken kannst, bist du im Fitnessstudio, ja? Ja. Raus, weil du gelogen hast. Raus! Wer lügt, bekommt keine Unterstützung. Ja. Ich möchte hier Leute drinnen haben, die Hallo wirklich. Coach. Wer bist du, dass du redest? Stopp! Stopp! Stumm, mach weg. Stell mir deine Fitnessfrage. Coach, stimmt es, dass Coach Frankie so breit geworden ist, weil er so doll an deinen Brusthahn geleckt hat? So, jetzt stelle ich euch meine Frage. An alle meine Krieger und Kriegerinnen. Wo zum Teufel kommt dieser Köpek aus der Ecke und stellt mir hier die Fragen? Reden wir hier über Fitness
oder Coach Frankie? Coach Frankie, seinen Kopf in deinen Arsch. Wie alt bist du? Kleiner Strich, dann machst du dich direkt auf Stumm, weil du Angst hast. 26. 26. So. Willst du krass aussehen? Willst du krass aussehen? Ja, bitte. Okay. Dann spuckst du 26 Mal auf deine Hand und gibst dir 26 Backpfeifen. Mach das mal. Mach das mal. In deine Fresse? Dann verspreche ich.